Eine neue Folge MT5, heute mit einem Spiel Celadon gegen Mali und eine ganz besondere Folge. Wir werden nämlich mehrere Züge durchgehen, das heißt, ihr seht in diesem Video ganz normal das Spiel und dann haben wir uns an ein paar entscheidenden Stellen Gedanken gemacht, hätte man das nicht auch anders zu Ende spielen können. Und da seht ihr dann immer vermutlich oben rechts eine kleine Einblendung, wo ihr dann zu dem Video kommt, wo entsprechend ein anderer Zug gespielt wird. Und das würde ich mir in Zukunft auch sehr gerne als interaktives Feature quasi vorstellen, dass wenn jemand denkt, es gibt einen besseren Zug in einer Situation, gerade wenn es an der Stelle ist für den Spieler, der das Spiel verloren hat, dann schreibt das einfach in die Kommentare und dann kann ich das entweder mit einem Spieler aus unserer Gruppe nochmal ausprobieren oder wir verabreden uns dann einfach einmal und spielen das zusammen und dann können wir auch das Video wieder verlinken, sodass quasi ein immer größerer Videobaum entsteht, denn mir ist in einigen Videos aufgefallen oder bei einigen Spielen, dass Leute Fehler machen. Überraschung, es sind nicht alle Leute perfekt und dass das dann irgendwie ein bisschen unbefriedigend ist, wenn man eigentlich ein spannendes Spiel hatte und dann hat ein Spieler eine Sache übersehen und dann ist quasi schon vorbei und es doch schöner wäre, wenn man an die Stelle nochmal zurückgehen kann, sich in Ruhe überlegen, was wäre hier der beste Zug und dann auch das entsprechend in einem Video direkt anklicken und sehen kann. Deswegen hoffe ich, dass, wenn ihr das schaut, ihr auch euch traut mitzumachen. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem Spiel. Ja, hier ein Spiel von letzter Woche, Anfang dieser Woche, ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Wir haben die Ruinen und ich vertone das jetzt quasi nach. Ich habe die Mali gespielt und der Abu hat die Celadon gespielt. Der hat den Wurf für den Aufbau gewonnen und fürs Anfangen quasi und stellt jetzt mit der typischen Celadon-Aufstellung auf. Da ist uns bisher auch immer noch nichts Besseres eingefallen. Also 6-1-3 und ich starte dann gleich mit den Mali. Wir spielen mit den Ruinen, das sind diese drei Plättchen, die noch auf dem Spielfeld liegen. Und zur Erinnerung, oder falls ihr es noch nicht wusstet, man hat gewonnen, wenn man am Ende seines Zuges alle drei Ruinen eine Kreatur draufstehen hat. Aber Einser-Kreaturen, die in die Ruine oder auf der Ruine stehen, die sind automatisch entfernt. Ich glaube, sie gehen in die Reserve zurück oder ins Exil. Macht nicht so den riesigen Unterschied. Man will prinzipiell einfach keine Einser-Kreaturen in die Ruinen stellen. So, ich starte mit 4-4-2. Das hat den riesigen Vorteil, dass man sehr schnell Triggerpunkte generiert, da die Mali ja für jede Waldhüterin einen Triggerpunkt generieren, im Gegensatz zu den Celadron oder auch den Dämonen, wo es immer nur ein Triggerpunkt ist. Und die dann ausgeben können, um ihre Goldfrüchte, also die Einser-Kreatur, quasi wachsen zu lassen. Der Nachteil ist ein bisschen, dass man dann halt nur einen Zweier noch reinbekommt und der kann zwar Goldfrüchte legen, aber es ist halt nur eine Kreatur. Das heißt, man hat nur an einem Ort dann quasi eine Präsenz auf dem Spielfeld. Von den Celadron sehen wir hier den typischen Split von dem Sechser. Damit nimmt man mit dem Vierer schon mal die Ruine ein, kann einen Zweier irgendwo in der eigenen Zone platzieren. Das heißt, in dem Fall hier sehr weit vorne, direkt unter der Ruine, kann die dann schon mal angreifen und ja, bekommt auch noch einen Triggerpunkt. Danach dann hat man schon die 4-2-1-Kombination, wodurch man weitere Triggerpunkte generiert und kann dann den Dreier noch splitten, wozu man einen zusätzlichen Triggerpunkt bekommt durch das Reinsetzen der 2 und startet dann quasi im dritten Zug direkt mit 4 Triggerpunkten und kann sich dann, wenn man möchte, schon eine Kreatur reinsetzen. Mali war jetzt nicht so spannend, deswegen bin ich da kurz drüber weggegangen, um nochmal den Start von den Celadon zu erklären. Der Sprössling, die Zweier-Kreatur, kann zwei Felder sich bewegen und angreifen. Und das habe ich auch am Anfang gemacht, einfach um schnell zum Gegner hinzubekommen, die Ruine da ein bisschen streitig zu machen. Und in der gegnerischen Zone bekomme ich natürlich zusätzliche Siegespunkte, wenn ich Figuren schlage. So, die Portalträgerin benutzt ihre Fähigkeit, um über die andere Portalträgerin rüber zu gehen, kann sich also auch zwei Felder bewegen über Figuren drüber. Und jetzt benutze ich die Fähigkeit vom Sprössling, um mich ein Feld nur zu bewegen und eine Goldfrucht reinzulegen. Und ich habe dann kurz überlegt, in welche Richtung ich gehen möchte, ziehe mich lieber erstmal zurück, um etwas
Schwung rauszunehmen, quasi. Ja. Und jetzt habe ich da eine Goldfrucht liegen. Ich habe schon 6 Triggerpunkte, im nächsten Zug dann 8 Triggerpunkte, die ich einsetzen kann, um diese Goldfrucht aufzuwerten. Vielleicht bin ich ein bisschen zu weit nach vorne geprescht hier tatsächlich, weil ich brauche ja noch einen Zug, um die Goldfrucht aufzuwerten, und dann bräuchte ich noch einen Zug, um eine neue Goldfrucht zu legen, und dann wieder einen Zug, um die aufzuwerten. Und ich bin jetzt zwar schon sehr nah am Gegner, was ich eigentlich auch wollte, aber kann dadurch halt auch leicht in Bedrängnis kommen. So, der Celadon-Spieler hat hier jetzt auch ein bisschen länger überlegt, hat schon 5 Triggerpunkte im 4. Zug, kann jetzt also einen Gravitationszauberer reinsetzen, wenn er das denn möchte. Und der Abu hatte hier jetzt auch ein bisschen länger überlegt, aber nimmt dann tatsächlich die 5 Triggerpunkte, tut einen Würfel weg und setzt einen Gravitationszauberer bzw. eine Gravitationszauberin rein, daneben eine Goldfrucht. Genau, ein Würfel muss noch weg. Ich habe ja jetzt 8 Triggerpunkte, kann jetzt also zu einem 5er oder einem 6er da aufwerten und entscheide mich für einen 6er. Und ich entscheide mich da für einen 6er, um Druck aufzubauen auf den 5er. Muss dafür 5 Punkte aufgeben, denn einen hat die Goldfrucht ja schon. Und genau, er bekommt jetzt wieder seinen Triggerpunkt. Der 5er ist in Bedrohung, das heißt, er tut das in 6er. Ich bin noch relativ entspannt, weil weil er erst bei 6 Triggerpunkten explodieren kann. Das heißt, da sind wir noch etwas entfernt. Ich überlege jetzt erstmal, ob ich runtergehe, um den Abgesandten zu bedrohen. Habe dann aber die Idee, dass sein 6er da ja ziemlich eingekesselt steht und eine Dreierkreatur. Der Fackelträger kann ja andere verbrennen, die auch aus Holz sind, also die Goldfrüchte, die Sprösslinge und die Mali auch. Das heißt, meine Idee war eigentlich, er kann sich nicht wegbewegen. Wenn ich da jetzt einen Dreier mache, kann ich ihn auf jeden Fall schlagen. Aber ich habe übersehen, dass er den Split machen kann und sich somit aus der Affäre ziehen kann. Und das ist jetzt genau die Stelle, wo ihr dann jetzt vermutlich oben rechts eine Einblendung bekommt und seht, was passiert wäre, wenn ich nicht zu einem Dreier aufgewertet hätte, den Sprössling, sondern mit dem Mali eins nach links gegangen wäre, um Druck auf den Abgesandten zu machen, weil ich quasi diesen Ausweg gesehen hätte. Und genau. Das heißt, hier in dem Video wird der Celadon gesplittet in 4 und 2. Die 2 kommt neben das Portal, um da gegebenenfalls zu einem Dreier aufzuwerten. Da hat man einen Dreier neben der Portalträgerin stehen, das ist immer gut. Und im anderen Video gehe ich halt, statt zu einem Dreier aufzuwerten, neben den Abgesandten mit dem Mali. Wie gesagt, ihr solltet den Link oben sehen. Und genau, dann könnt ihr da schauen, wie es dann weiterging. Hier bin ich jetzt mit dem Mali runtergegangen, um sowohl die Abgesandte zu bedrohen, als auch die Portalträgerin. Er nutzt seine Triggerpunkte, um hier einen Dreier reinzusetzen, um beides zu verteidigen. Und danach bin ich dann wieder dran, habe wieder einige Triggerpunkte gesammelt, 9, aber man sieht jetzt, was quasi die Schwäche war. Denn ich habe jetzt überhaupt nichts mehr, wo ich die Triggerpunkte für einsetzen kann, da ich keinen Sprössling habe. Ja, deswegen ist halt mit dieser 4-4-2-Aufstellung bekommt man sehr schnell die Triggerpunkte. Aber es ist dann halt auch, hat nur ein Zweier und dann ist, wie man hier sieht, etwas schwierig, mehrere starke Kreaturen zu bekommen. Zumindest wenn man halt weit nach vorne gehen möchte. Vielleicht ist dann irgendwie eine 4-6-Aufstellung, mit der man sich direkt 3-2er dann mit Durchsplittung des Malis reinstellen kann, stärker. Hier in dieser Situation bin ich jetzt aber erstmal ziemlich bedroht, da ich ja neben der Portalträgerin stehe und entscheide mich dann dazu, den 4er zu schlagen für 6 Punkte, da ja auf der Feldboden die Leiste 2 steht. Und werde dann entsprechend ebenfalls für 6 Punkte von dem Dreier geschlagen. Jetzt sieht man schon, dass ich nur noch sehr wenig Würfel habe und dass es auf jeden Fall dauern wird, bis ich wieder Würfel reinbringen kann. Ja, deswegen auch der andere Zug.
von vorhin, dass wir mal schauen, wie ich da hätte weiterspielen können. Denn jetzt ist natürlich recht schwierig, während ich, wenn ich noch einen Zweier gehabt hätte, halt die Möglichkeit gehabt hätte, eine Goldfrucht reinzulegen. Und ich habe ja ganz, ganz viele Triggerpunkte und das dann aufzuwerten. So, hier werte ich erstmal zum Vierer auf, möchte dann perspektivisch mit Fünfern spielen, die auch bei dem Mali recht stark sind, vor allem am Rand. Man sieht aber, er positioniert seine Figuren schon schön in der Mitte, hat die Portalträgerin hier nach unten gezogen und kann dann langsam hier Richtung unterer Ruine gehen. Zur Erinnerung nochmal, wenn man alle drei Ruinen hat, am Ende seines Zuges hat man gewonnen. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, meine Ruine unten zu verteidigen oder bei einer Ruine von ihm Druck zu machen. Ich habe jetzt zwei Fünfer, das ist schon mal ganz gut. Kann jetzt über die Ränder Druck machen. Er geht weiter Richtung Ruine. Und ich nehme jetzt hier den Schattenläufer, gehe über den Spielfeldrand und kann dann noch einen Zug weitergehen und somit etwas Druck machen da auf die Portalträger. Er geht weiter Richtung Ruine, hat jetzt quasi nur zwei Züge, bis er die Ruine eingenommen hat. Ich kann aber jetzt da die Ruine erstmal einnehmen und das verhindern. Hat allerdings genau gerade genug Triggerpunkte übrig, um sich einen Sechser reinzustellen und damit seine Portalträgerin zu decken. Und kann die sogar genau zwischen beide meine Fünfer stellen, habe ich übersehen. Dadurch wird es natürlich für mich jetzt ziemlich schwierig. Denn ich bekomme die beiden Fünfer nicht in einem Zug weg. Ich überlege jetzt noch etwas, sehe keine Möglichkeit und nehme deswegen die beiden Punkte noch mit. Genau, und er kann jetzt meinen Fünfer schlagen und hat dann die 10 Punkte erreicht und gewonnen. Ja, und das war das Spiel. Ein Sieg für die Celadron. Eine Variante für die Mali könnt ihr ja schon im Video verlinkt sehen. Ich freue mich riesig über Kommentare, falls ihr noch andere Möglichkeiten seht. Und wie gesagt, wir können das einfach mal durchspielen und verlinken und haben dann immer mehr und mehr Möglichkeiten, wie man sowas spielen kann. Ich denke, das wäre ganz cool, um sich das quasi so von Zug zu Zug durchzusehen, unterschiedliche Möglichkeiten. Und das bietet halt dieses Tool mit den Infokarten in YouTube an, das recht einfach, denke ich, umzusetzen. Ansonsten, wenn euch Dice mal interessiert, dann schaut mal bei uns im Discord-Server vorbei. Ich habe eine ganze Playlist für den Einstieg gemacht, wie ihr uns findet, wie ihr über Tabletopia und den Tabletop-Simulator spielen könnt, auch was sinnvolle Aufstellungen sind für den Start. Aber das sind auch Sachen, die ergeben sich ganz schnell, wenn man einfach mal ein bisschen quatscht. Hier sind auch wirklich alle super nett und helfen gerne auch. Und ja, ich würde mich freuen, ein paar von euch demnächst mal hier zu sehen. Und bis dahin, viel Spaß euch!